Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Battlefield 4. Heute mal Eroberung, ja, der normalste Modus in ganz Battlefield. Wir spielen auf Süß, irgendwie so. Und ich habe den Löwenorden aktiv. Ich zeige euch das jetzt nur mal, um zu wissen, wie weit ich bin. Damit ihr wisst, wie weit ich bin. Ich brauche 3 Nahkampfkills in einem Leben. Und ich werde es natürlich so gut wie möglich versuchen. Wir machen mal den Emil-Trupp voll mit unserer Anwesenheit. Und spielen als Sturmsoldat, da ich, okay, jetzt spielen wir doch nicht mehr als Sturmsoldat. Da ich, ja, immer noch Rang 2 werden möchte. Ich brauche ja, ich will alle Trophäen sammeln. Ich bin schon auf einem guten Weg dahin. Habe auf jeden Fall schon die Hälfte. Und, ja, ich möchte die Platin haben in Battlefield 1. Ist nicht so schwer. Von daher dürfte das eigentlich sogar relativ machbar sein. So, wir gehen jetzt mal zu Say. Okay, gut, C wird schon eingenommen hier. C, D, C. Ah, ne, warte mal, das ist ja schon C hier. Och man, das war schon C. Boah, ich dachte, ich muss da ganz hinten hin. Na gut. Ich muss das Spiel gelegentlich auch mal leiser machen, habe ich gemerkt. Da man mich sonst gar nicht mehr hört. Also, man hört mich zwar schon, aber dann müsste ich echt lauter reden. Und das ist nicht immer so der Fall bei mir, dass ich das schaffe. Hier, fresst Stiergranate. Schade. Ich habe nicht mal die volle Summe bekommen. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Wir brauchen auch Nahkampfkills. Nahkampfkills. Ist hier einer drin? So, einen haben wir schon mal. Einen hätten wir schon mal. Nur noch 2. Schade. Na gut. Wow. Wow. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Was ist das überhaupt für eine Waffe? Ach ja, genau. Ich bin der Kavalier gewesen. Stimmt ja. Ja, 3 Nahkampfkills. In einem Leben. Ich hab's geschafft. Ich hab's doch geschafft. Ich hab's doch geschafft, oder? Hä? Hab ich's nicht ge... Hab ich's nicht geschafft? Freunde, das macht mich jetzt gerade ein bisschen nervös. Oder darf ich nicht in der Eroberung die Nahkampfkills machen? Das wäre jetzt ein bisschen assi. Ach ja, die Folge wird wahrscheinlich ziemlich lang werden, da es ja Eroberung ist. In der Eroberung geht eine ganze Ecke. Also ich warte immer noch auf die Server mit den 500 Tickets und nicht mit den 1000er. Weil 1000 ist mir doch ein bisschen zu viel. Ich weiß noch damals, den Server bei Battlefield 3, das waren Zeiten, ey. Wo ich noch auf PC Battlefield 3 gespielt hatte. Weil das war mein erster Shooter auf PC. Um mich mal da reinzufuchsen, aber ich habe es nicht wirklich immer geschissen bekommen. Ich finde Controller ist irgendwo angenehmer. Aber okay, ist auch nicht die Sache. Wo ich den 5000-Ticket-Server hatte. Die hole ich mir jetzt, ey. So, weg mit dem. Da ist auch noch einer. Wo ich den 5000 Tickets erwarte und nur Pistole und Messer. Die Runde hat 5 Stunden gedauert. Das war der Oberwahnsinn. Und ich habe die sogar durchgezogen. Also, da hatte ich echt noch Geduld als jungscher Bub. Da war ich, glaube ich, 16. Oh, Freund. Ich meine, jeder spielt... Ego-Shooter, wo er noch nicht 18 war. Und irgendwie gehe ich gerade ganz schön gut ab hier, muss ich sagen. Auch wenn ich gerade nicht das Ziel einnehme, ich weiß.
Ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum ich jetzt nicht die Medaille bekommen habe, also den Orden. Ich habe 3 Nahkampfkills in einem Leben gemacht. Hier war auch noch einer. Wo ist die Sau? Keine Ahnung. Ja. Ne, jetzt wird zu viel hier drinne. Kann ich auch hier rein? Ja, ist er aber trotzdem. Ey, ich gehe ganz schön gut ab jetzt hier gerade, muss ich sagen. Das ist echt geil. Das macht echt Bock. Und das auf der Map. Kann ich eigentlich nicht so gut. Gibt's hier echt nur 3 Punkte? Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist Eroberung, wenn ich vorher schafft. Oh. Das ist auch eine Map ohne Panzer. Finde ich interessant. Gibt es ja bei Battlefield 4 ja auch mit Metro und Operation Spind. Die Maps finde ich immer richtig geil, weil die so schön intensiv sind. Ach, das war dumm jetzt. Ich will wissen, ob ich den Orden bekommen habe, Mann. Ich habe 3 Kills in ein Leben gemacht. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass das in der Eroberung nicht darf. Das ist doch scheiße. Alter, wir sind ganz schön weit in Führung. Sehe ich gerade. Langsam mag ich die Waffe, echt. Ja, geil. Feindlicher Behemoth, ey. Nein! Ah, Kacke! Egal. Was soll's. Ich muss danach echt mal gucken, ob das in der Eroberung, ob man das dann nicht darf. Das ist echt behindert. Das hätten sie da hinschreiben dürfen müssen. Die Schweine haben immer noch A. Ah, jetzt geht's langsam zurück. Ah. Also, was ich machen kann, ist das hier. Ach, von wo denn? Ach, die Seite. Also, solange wir 2 Flaggen haben, ist es ja eigentlich in Ordnung. Das ist dieser Behemoth. Den kann man bestimmt irgendwie abknallen, wa? Ich hatte noch nie einen B-Mod wirklich auf der Karte außer den Zetten liegen. Friss! Oh. Scheiße! Sanitäter! Sanitäter! Monty Burns! Komm schon, Burns! Mann, ey. Burns ist immer ein Arsch. Echt, ey. Sogar hier. Und das ist nicht mal der originale Burns. Das ist doch nicht normal. Okay, das war schlecht. Kommt man denn da hinten eigentlich hin? Da hinten kommt man gar nicht hin von der Map aus, wa? Den holen wir uns, ey. So, mal gucken, ob ich jetzt was bekommen habe. Aber nee, ich krieg den Löwenorden hier gar nicht. Ey, komm, ich habe 3 Kills in einem Leben gemacht. Das ist unfair. Ey, oh Mann. Ja gut, dann spiele ich danach mal eine Runde, wo ich das, wo ich dann exzessiv drauf spiele, auf diesen Löwenorden. Weil der ist gar nicht schwer. Die erste Etappe war 10 Nahkampfkills insgesamt. Das ist, ich habe in einer Runde 8 gemacht. Das ist also nicht ganz so hart. Ja, Sturmsoldateneinberufung. Ja, du da, kannst du mich bitte machen? Na gut, da halt nicht. Jawohl, ich glaube, ich bin Sturmsoldaten Rang 2. Aber nicht mal das wird mir gerade angezeigt. Ist das ein Bug?
Habe ich das vielleicht doch? Ich weiß, das bringt so gar nichts. Aber immerhin habe ich was getan. So in der Art. Kacke. Ja, das ist es. Die Waffe hat einen extremen Rückstoß. Man muss immer wirklich leicht schießen. Ihr kennt das ja, glaube ich. Von der Klasse aus. Ich würde jetzt am liebsten eigentlich die andere Klasse jetzt spielen, war den Versorger. Mache ich auch gleich mal. Weil die muss ich auch noch auf Stufe 2 bekommen. Das ist doch ein Scherz. Hier geht's ganz schön gut ab, ey, muss man mal sagen. Nein, du! Jetzt dreh dich doch nicht um! Ah, danke. Meine Güte, ey, da muss man... Nee. So schnell, schnell, schnell. Wir wollen mit diesem Tanky hier jetzt mal zu A rushen. Mal gucken, ob das alles klappt. Obwohl ich diesen Wachsoldat nicht wirklich mag. Ich mag den mit den Doppel-LMG, genau. Mit der Doppel-MP... Und den Flammenwerfer, aber den dritten nicht so wirklich. Fuck off. Ey, wie ich einfach nichts treffe, ist der Wahnsinn, ey. Das ist krass. Oh! Jawohl, wir überrennen die. Ja, nice. Du hässlicher Behemoth, ey, ohne Witz. Und dann noch ein Level 1er, ist ja klar. Ist so klar. Ja, bei 500 Tickets wären wir jetzt schon durch. Okay, gut, dann wäre es aber auch nur eine 13-Minuten-Folge gewesen. Das ist jetzt auch... What the fuck? Das ist jetzt auch nicht so viel. Also eigentlich ist die Länge schon in Ordnung. Nur 1000 ist, finde ich, doch ist ein bisschen zu viel. Jetzt haben wir alle. Hammer, ey. Ich weiß übrigens nicht, wie das mit den Tickets hier funktioniert, ehrlich gesagt. Muss man einfach nur killen oder sind die Flaggen auch wirklich wichtig? Das war nett. Das habe ich nie wirklich gecheckt. Aber die kriegen auch keine Punkte. Also ja, ich glaube, die Flaggen sind wichtig. Weil bei Battlefield 4 war das irgendwie nie so der Fall. Oh fuck, ey. Go, go, komm schon. Die brauchen uns jetzt bei C. Und bei B und bei A. Oh Gott. Das sind kein gutes Ende, hoffentlich. Ja, genau. Durch mich sind wir die Mehrheit. Mit deinem Standhaft bei C. Ja doch, jetzt kriegen die wieder Punkte. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie das funktioniert, so wirklich. Ah ja, B verlieren, ja, am Arsch.
Nein, mach den platt. Jawohl, danke. Ich bleib jetzt einfach mal hier liegen. Bräuchte noch... Ey, wirklich? Wieso trifft denn der mich? Oh, danke schön. Mensch, du bist ein Held, ey, wirklich. Das ist ein Held. Das ist nicht mal mein Squad-Kamerad gewesen, glaube ich. Da, der da. Hätte ruhig mal was machen können. Ich wollte eigentlich als Versorger jetzt spielen, ne? Habe ich ganz vergessen. Hä? Warum? Warum kann ich nicht schießen? Hä? Was ist... Was ist denn jetzt los? Disco! Woo. Ich kann nicht... Ich kann nichts machen. Das geht. Jetzt geht's wieder. Aber ich wacke die ganze Zeit so rum. Was ist denn los hier? Alter, was ist das denn bitte? Oh... Alter, was ist das? Oh, hier ist ein Panzer, guck mal. Immerhin habe ich die Waffe deaktiviert. Ey, was war das denn für ein Scheiß gerade? Das sah ja mega abgefuckt aus. So, jetzt nehmen wir mal den Sturmsoldaten. Ach, der, ja, genau. Ich spawn natürlich beim Buddy. Nicht mal den hier. So, jetzt Versorger. Jetzt geht's los. Ich habe selten Versorger gespielt. Falls ihr es schon gesehen habt, ich fick dich, ey. Ich habe den Premium Pass mir gegönnt, ja. Weil ich der Meinung bin, Battlefield 1 wird sich bei mir sehr, sehr lange halten. Wirklich sehr lange. Es macht Spaß und ich krieg jeden Monat 14 Battle Packs dazu. Und wir haben gewonnen. Ja, doch, ist eine... Ist ja sogar manchmal kürzer als eine Rainbow Six Folge, ey. Krasser Scheiß. Ja, dann, wir haben die ordentlich gefickt. Also, das ist schon krass. So, na dann zeig mal her. Krieg ich ein Battle Pack? Könnte ich wenigstens zu Ende der Folge mal wieder was machen hier. Komm schon. Ja, Mann, der erste gleich. Bäm. So muss das sein. Das Problem ist, ich kann nicht mehr raus. Ich hasse dieses Spiel dafür. Ach, na gut. Dann warte ich jetzt noch, bis wir durch können. Also, doch, ich habe den Löwenorden. Oh mein Gott, ich habe den Löwenorden doch bekommen. Das hat der nicht angezeigt, der Arsch. Jawollo. Geile Scheiße, werde ich auf jeden Fall ausrüsten. Mein erster Orden. Geil. Jetzt werde ich mich auf den zweiten Orden konzentrieren, dass ich 5 Kills mit, na, wie heißen sie? Seitenwaffen machen muss, ohne zu sterben. Dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein. Mit der richtigen Einhandwaffe geht es natürlich am besten, aber ich habe nicht die richtige dafür, glaube ich. So ein schöner Revolver wäre eigentlich ganz geil, aber hm. Naja. Was würde denn als nächstes kommen? Ob sich das überhaupt lohnt? Oh, Monte Grappa. Genau, die wollte ich eigentlich. Aber ich werde rausgehen. Weil ich jetzt mit euch zusammen ein Battle Pack öffnen möchte. Und danach spielen wir vielleicht mal Rush. Rush hatte ich auch noch nicht. Immer so ein bisschen durchwechseln. Eroberung ist nicht alles. Von daher. Ja, was ich auch noch gelesen habe mit dem Premium Pass, wie es da oben ja so wunderschön steht. Dass ich auch, dass man auch neue Modi bekommt und alles. Und neue Elite-Klassen und neue Waffen natürlich auch irgendwann. Also, ich bin schon echt gespannt, was da kommt. So, ich habe schon die Kolibri Königliche Alas. Edikt, glaube ich sogar. Tarnmuster habe ich bekommen und
Ich glaube, Tarnumhang. Ja. Also noch nicht wirklich was Geiles. Ich bin gespannt, was ich krieg. Ich glaube, die habe ich sogar schon, aber ich werde mal nachgucken. Nicht, dass ich die umsonst verschrotte. Ne, die habe ich anscheinend noch nicht, Tarnmuster. Ah, ne, die hat ein Kumpel von mir gezogen, stimmt. Ja, gut. Alles, was ich noch nicht habe, behalte ich, auch wenn ich die Waffe nicht spielen kann. Man kann die ja immer noch benutzen. Ja, gut. Da war es das jetzt mit der Folge. Ich hoffe, mein nächstes Mal kriegen wir ein bisschen was Besseres. Und ja, nächste Folge kommt dann Rush. Vielleicht auf Monte Grappa, weil die Map hatten wir auch noch nicht. Okay, gut. Wir haben auch bisher 5 Folgen nur. Ich muss mal gucken, was wir noch nicht so hatten an Maps. Haut rein. Bis zur nächsten Folge von Battlefield 4. Bis dann. Ciao.